MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo YouTube, hier ist wieder mal euer THC mit Toastbinieband und herzlich willkommen zu einem neuen WoW-Tutorial. Heute schauen wir uns den Schattenpriester an. So, hier sind wir beim Schattenpriester angelangt. Warum der Schattenpriester? Nun, der Schattenpriester ist eine ziemlich coole Klasse, also der Priester an sich. Und da er ein Stoffträger ist und auch anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, habe ich mir mal gedacht, okay, weißt du was, packe ich ihn mal aus und erkläre ihn für die WoW-Neulinge. So, was müssen wir über den Schattenpriester auf jeden Fall wissen? Er trägt Stoff, er trägt das Einzige, was er wirklich tragen kann, ist Stoffkleidung. Das macht ihn natürlich zu einem ziemlich leichten Ziel. Er erleidet also einen wirklich richtig schönen Schaden, besonders im PvP, aber das ist ein anderes Lied. Wir schauen uns heute größtenteils mal die PvE-Variante an, beziehungsweise auch, wie man mit ihm effektiv leveln kann. Falls sich jemand zufälligerweise für das Set interessieren sollte, das ist ein Schneiderer-Set PvP. Das kann jeder Schneiderer mit Max-Skillung für euch bereit schneidern. Ja, da gibt ihr eben die Mets und so. Ganz wichtig natürlich beim Schattenpriester ist seine Schattengestalt. Die können wir aktivieren und dementsprechend haben wir 25% mehr Rüstung und wir haben Zaubertempo etc. Es gibt also gewisse Boni dabei, aber wir haben es so oder so an, da wir damit auch richtig schön Schaden fahren. Hier, der verursachte Schattenschaden um 25% erhöht, das ist sehr, sehr wichtig, denn 25% mehr Damage, absolut wichtig. Wir kommen zu den Grundfähigkeiten des Schattenpriesters. Die Grundfähigkeiten des Schattenpriesters sind Gedankenschinden, Vampirberührung, verschlingende Seuche, Gedankenschlag und Schattenwort Schmerz. Wir haben drei hier oben hübsche Schattenkugeln. Die sind eben etwas neuer, denn sie haben was verändert. Früher in World of Warcraft konnte man den Dot, das heißt Damage of Time, verschlingende Seuche sofort wie auch den Schattenwort Schmerz gleichzeitig auf den Gegner bringen. Heute ist es aber etwas anders. Der Schattenpriester muss zuerst ein gegnerisches Ziel anvisieren, kann Schattenwort Schmerz sowie auch Vampirberührung, die beide dort sind und beide über Zeit Schaden verursachen, eben draufziehen und dann einen richtig fetten Gedankenschlag auslösen. Das sollte man natürlich am besten den Gedankenschlag erst auslösen, wenn Vampirberührung und Schattenwort Schmerz drauf ist. Wichtig ist natürlich, dass diese beiden Dots nicht auslaufen, um den maximalen Schaden des Schattenpriesters wirklich auch auszunutzen. Und hier kommt wieder mal ein weiterer Effekt, ein kleiner Schattenschaden hier noch dazu. Jetzt haben wir natürlich eine Schattenkugel und können dort verschlingende Seuche auslösen. Wir müssen die nicht ganz groß im Detail durchgehen, denn wenn man sich durchlegt, wird es sehr schnell logisch und diese sind so oder so die Hauptfähigkeiten. Diese drei Dots müssen auf den Gegner verteilt sein. Sie müssen drauf sein, um wirklich Schaden zu verursachen und natürlich auch hier, um den Schattenkugeln herbeizurufen. Wir fügen natürlich durch Gedankenschlag eben eine Schattenkugel und hier Gedankenschinn ist auch eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. Diese Fähigkeit macht Schaden über Zeit, also ist halt eben ein Kanalisierungszauber. Das Beste dabei ist, auch im PvP, nochmal kurz zur Erwähnung, es verlangsamt Gegner um 50%. Das ist ziemlich praktisch, falls irgendjemand auf die Idee kommt abzuhauen, aber auch im PvP, PvE meine ich natürlich, da gibt es auch immer wieder gegnerische NPCs, die die Flucht ergreifen wollen, um eine verbündete Gruppe herbeizurufen. So, was ist noch wichtig bei Gedankenschinnen? Unbedingt nicht vergessen, ihr habt die Fähigkeit Vampirumarmung. Mit Vampirumarmung könnt ihr euch und eure Verbündeten in der Umgebung heilen. Ihr castet das kurz, das hält 50 Sekunden an und durch das Casten könnt ihr Heilung, die auch jetzt gerade im Bildschirm grün angezeigt, seht. Das gilt für eure gesamte Gruppe und kann, falls es mal in der Instanz oder auch im PvP oder im Raid halt mal knapp wird, weil die Healer oben sind, also out of mana, ziemlich gut unterstützen. Es wird natürlich nicht die komplette Heilung ersetzen, aber better than not. Ja. Ganz wichtig ist natürlich auch gleich die Skillung, da kommen wir aber später zu. Wir haben da noch eine ganz wichtige Fähigkeit, das ist Dispersion. Habe ich noch nie richtig so gelesen. Ja, super. Wichtigste Fähigkeit im PvP, aber auch eine wichtige Fähigkeit im PvE. Denn damit verwandeln wir uns in eine Stinkwolke und regenerieren unser Mana. Das ist ziemlich praktisch,
denn wir brauchen Mana, denn Mana ist unsere Hauptfähigkeit. Also Hauptverbrauchs... Rohstoff. What the fuck? Und das Wichtige ist, unser Schaden, den wir erleiden, verringert sich um 90%. Die ganze Sache hält 6 Sekunden an. Im PvP unverzichtbar, wenn ein Todesritter auf die Idee kommt, seinen Todesgriff zu verwenden. Dann könnt ihr seinen Todesgriff in Staub erzittern lassen, wenn ihr Dispression, denn dann kriegt der gegnerische Todesritter Depression. Nur mal so als Wortspiel. Ja, dann haben wir natürlich auch noch Gedankenexplosion. Gedankenexplosion ist ein AOE-Schaden. Das Coolste bei der ganzen Grütze ist natürlich, ihr könnt das auf gegnerische Ziele wenden, aber auch auf Verbündete. Verbündete Ziele, auf die ihr das einsetzt, allein keinen Schaden. Aber wenn sie sich bewegen, dann kriegen alle Gegner im Umkreis Schaden. Ziemlich praktisch. Wenn ihr das natürlich direkt auf eine gegnerische Figur kanalisiert, erleidet diese Schaden so wie die um die herum. Ziemlich praktisch. Dann haben wir noch eine wichtige Fähigkeit und das ist Verblassen. Verblassen verringert eure Bedrohung. Das ist natürlich ziemlich praktisch, falls ihr Aggro gezogen habt. Also Aggro eben, das heißt, der Gegner will euch töten statt den Tank. Ziemlich unangenehm. Dann haben wir noch die Fähigkeit Geistbeuger. Der Geistbeuger ist halt so ein kleines Pet, das greift Gegner an, also das, was ihr ausgewählt habt, und regeneriert damit Mana. Das ist ganz nett. 5227, so irgendwie alle paar Sekunden. Das ist doch recht awesome. Ja, dann haben wir noch, das ist hier eine Hauptfähigkeit, was auch wichtig ist, wenn ihr in der Schattengestalt seid und Heilung wirkt, dann geht ja aus der Schattengestalt raus. Also wirklich gut überlegen, ob ihr das wirklich möchtet, denn das kostet wieder Mana, um in die Schattengestalt zu wechseln. Was ihr tun könnt, und das möchte ich euch unbedingt merken, ist, ihr könnt jederzeit Machtwort Schild wirken. Das ist eben ein Zauber, der den Schaden absorbiert. Das ist an sich eben eigentlich eine Heilungsfähigkeit bzw. eine Disziplinfähigkeit. Diese könnt ihr aber als Schattenpriester dennoch einsetzen auf euch und auf Verbündete. Merkt euch das. Und ihr könnt hier Erneuerung wählen. Das ist auch eine Heilung, Heilungsfähigkeit, also ein Hot, also Heal of Time, also eine Heilung über eine gewisse Zeit. Die könnt ihr auch, während ihr in der Schattengestalt seid, einsetzen. Sehr wichtig. Dann kommt natürlich noch durch Furcht-Zauberschutz. Ihr könnt nicht mehr gefiert werden. Ziemlich praktisch. Dann haben wir natürlich auch noch innerer Wille oder inneres Feuer. Inneres Feuer erhöht eure Rüstungswert um 60% und eure Zaubermacht. Ich nutze als Schattenpriester immer inneren Willen. Der Zaubernde wird von einem Schub heiliger Energie erfüllt, der die Mana-Kosten seiner Spontanzauber um 15% verringert und ein Bewegungstempo um 10 erhöht. Ihr könnt also 10% schneller rumlatschen und eure Spontanzauber. So spontan gesehen, was ist denn ein Spontanzauber? Alles, was spontan ist. Das heißt, eben Schattenwort Schmerz ist spontan, Vampirberührung ist nicht spontan, das ist ein Cast. Und verschlingende Seuche ist eher sofort. Da sollte es aber eigentlich sogar auch, glaube ich, gelten, bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall Schattenwort Schmerz werden die Kosten um 15% hier verringert. Das ist viel, denn Mana ist knapp. So, wir haben natürlich Massenbannung. Massenbannung ist natürlich ziemlich praktisch, um natürlich wichtige Zauber vom Gegner im PvP und so alles wegzubammen und den Gegner da richtig zu schwächen. Dann haben wir natürlich noch etwas, wenn alle drei Dots nach dem Gedankenschlag eben noch alles zusammen drauf sind, sollte man Gedankenstacheln machen, um den maximalen Schaden rauszuholen. Alle Dots werden auch gebraucht und es wird richtig fett Schaden und dann direkt wieder drauf loscasten. Wir haben natürlich hier noch Fear, das entsetzt die Gegner und lässt die Schreien weglaufen. Dann haben wir hier noch die prozentuale Verschiebung. Das ist eher, ja, ich glaube, das ist so eine Skillung. Es ist eher eine Skillung. Das ist ein Volksbonus eben. Dem Blutelfen eben kann man hier jemanden stillen und dann eben noch Marenner regenerieren. Ziemlich praktisch. Ja, okay. Kommen wir jetzt mal zu den Glyphen. So, um mal kurz hier die Skillung anzuschauen. Ich empfehle die verschiedensten Formen, zum Beispiel die leeren Tentakel. Beschwört einen schaffenhaften Tentakel auf dem Boden. Das ist der hier. Den seht ihr jetzt nicht, der ist eben bei den Gegnern, der den Gegner im Umkreis, also 5 Gegner im Umkreis von 8 Metern den Zaubernden bewegungsunfähig machen, ziemlich praktisch den Gegner festzuhalten. Körper und Geist ist eine Passivfähigkeit. Wenn ihr einen Zauber Machtwort Schild oder Glaubenssprung wirkt, wird das Bewegungstempo des Ziels Physikonan um 60% erhöht. Also, okay.
Geistbeuger gewährt eine verbesserte Version des Schattengeistes, wesentlich mehr Schaden verursacht und Mana erzeugt. Also die Figur in Better. Dann haben wir die Spektralerscheinung. Die ist ziemlich praktisch, um Gegnern auszuweichen. Das macht ihr hier, dann seid ihr quasi ganz kurz wie der Schurke unsichtbar und könnt ausweichen und sogar auch aus dem Kampf flüchten. Sehr, sehr praktisch, auch im PvP. Schicksalshafte Wendung. Wenn ihr ein Ziel, das über weniger als 35% verfügt, Schaden zufügt oder es heilt, wird 10 Sekunden eurer verursachte Schaden und eurer vorgerufenen Heilung um 15% erhöht. Dieses Skillung ab Level 65 solltet ihr als Heiler sowie als Schadensmacher machen. Das ist doch einfach awesome. Ihr könnt jemanden, der kurz vorm Verrecken ist im PvE, sowie am PvP, was ziemlich geil ist, jemanden mit 35% zu ownen, so 15% mehr Schaden verursachen. Und wenn ihr in der Arena zum Beispiel seid, könnt ihr euren Verbündeten, der kurz vorm Verrecken ist, um 15% noch mehr höher, besser, also 15% mehr Heilung verursachen. Ziemlich geile Sache und im Notfall Gold wert. Wir haben Strahlenkranz, erschafft einen Ring heiliger Energie um euch, der sich bis auf 30 Meter Entfernung rasch ausdehnt, ja, und immer mit Stärke zunimmt. Das ist halt, der erweitert sich, ich zeig das mal schnell. Strahlenkranz auf Doom. Bäm, schaut euch die Grütze hier mal an, guckt euch das an, netter Schaden, das geht bis 30 Meter weiter und eben. Wie gesagt, so weiter es geht, desto weniger Schaden vernimmt es sogar. Ausdehnt an Stärke zu, er nimmt sogar Schaden zu, fügt geht dann Müll heilt zu und heilt verbindet bis zu 5%. So. Das war die Skillung. Kommen wir mal schnell zu den Glyphen. Die kann an sich jeder nehmen, wie er möchte. Es sind einfach meine Meinungen bei denen. Hier kann sich das ein bisschen spalten. Dispersion ist verringert, die Abwesenheit eurer Zaubers ist bis um 15 Sekunden. Die Fähigkeit ist einfach wirklich wichtig. Darum würde ich sagen, ist diese Glyphik wichtig, besonders eben zum eben Überleben oder auch Mana kriegen. Machtwort Schild wandelt 20% des absorbierten Wertes eures Zaubers Machtwort Schild in Heilung um. Ihr könnt das Absorbieren in Heilung nehmen, wie ihr wollt. Ja? Und dann Gedankenstachel. Erfolgreiches Wirken von Gedankenstachel mit Zauberzeit verringert die Zauberzeit eures nächsten Wirkens von Gedankenschlag innerhalb von 9 Sekunden um 50%. Dieser Effekt ist bis zu zweimal stapelbar. Also hier die Fähigkeit Gedankenstachel, ich denke mal, das können wir mal schon ausprobieren. Sollte es an sich, glaube ich, verringert sein. Damit schneller cast. Das ist ja um 50%. Wie gesagt, ihr könnt auch auf andere Dinge zurückgreifen. Das müsst ihr selber wissen. Denn die gewisse andere sind natürlich wie Sühne und so sind natürlich Disziplin gebunden. Ja, ich hoffe, es hat euch hier mal ein bisschen geholfen. Ganz wichtig, wie gesagt, beim Leveln ist es eben diese Fähigkeit einzusetzen, sich ein Schild zu geben. Heutzutage ist es viel leichter. Ich hoffe, ich konnte euch den Einstieg oder das Allgemeine mit dem Schattenpriester erläutern. Wenn noch Fragen sind oder Anregungen oder Wünsche zu anderen Klassen und Skillungen oder auch zu den Skillungen des Priesters noch, die anderen beiden, Disziplin und Heilig, schreibt es in die Kommentare und teilt das Video, liked es und abonniert mich, wenn ihr noch mehr zu World of Warcraft sehen wollt. Euer THC mit Toastbrot in die Wand.